Dieser Renntag wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Hitze, heiße Rennen und eine überraschende Wende auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf. 3 Wochen vor dem 124. Deutschen Traber-Derby 2019 kam es auch am heutigen Tag wieder zu einem spannenden Aufeinandertreffen der Favoriten in den jeweiligen Rennen. Auf gleich mehrere spannende Tagesprüfungen durften sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen. Als Highlight das Buddenbrock-Rennen 2019. Bei der 6. Tagesprüfung ging es um den 4. Lauf in der Silberserie, dem Eibel-Pokal, welche dem Mariendorfer Vereinsmitglied Johann Eibel gewidmet wurde, denn er gehört zu denen, die sich tatkräftig für den Sport ins Zeug legen. In das mit 6.000 Euro dotierte Rennen gingen Michael Nimczek mit Laurel Park und Heiner Christiansen mit Larsson als Favoriten. Mit einer durchaus gelungenen Taktik konnte Heiner Christiansen mit Larsson gewinnen. Ich bin dann drüben auf der Gegenseite losgefahren, weil ich wusste, im letzten Bogen kann ich keine Meters gut machen, weil er da doch ein bisschen schief geht. So lag ich neben Herrn Nimczek und im Einlauf, ja, war ich doch ziemlich sicher. Spannend weiter ging es auch bei der 8. Tagesprüfung, bei dem mit 12.500 Euro dotierten Buddenbrock-Rennen der Stuten. Da waren Michael Nimczek mit Marilyn Monroe Bow und Jaap van Rijn mit Jackie Bros ganz klar favorisiert. Ich denke schon, das Feld ist übersichtlich. Sie ist gut drauf, sie hat gut trainiert. Von daher rechne ich mir eigentlich schon ganz gute Chancen aus. Ja, Jackie Bros muss heute nochmal was besser sein als letztes Mal. Letztes Mal hatte er ein bisschen Verschleimung im Luftwegen und war der 4. in 15:0. Gehofft zu gewinnen und es auch geschafft. Der sympathische Holländer Jaap van Rijn meisterte dieses Rennen mit einer klasse Leistung. Da durch die vorhergesagte Hitze das Rennprogramm auf den Vormittag vorgeschoben wurde, zeigten sich die Pferde und deren Fahrer trotzdem motiviert und konzentriert. Auch im 11. Rennen, beim größten Highlight des Tages, dem Buddenbrock-Rennen 2019, welches mit 25.000 Euro dotiert war. Neben dem Top-Favoriten Michael Nimczek mit Gladiateur gab es eigentlich auch noch Josef Franzl mit Otero, doch Franzl sagte kurzfristig vorher ab. So dachte man, wäre der Sieg sicher. Einer der Hauptgegner ist natürlich jetzt nicht am Start, das ist für uns jetzt nicht gerade ein Nachteil. Gladiateur ist gut drauf, er hat auch gut trainiert. Unglaublich aber war der Holländer Jaap van Rijn, schaffte es mit seinem Hengst tatsächlich wieder als erster durch die Zielgerade. Auf diese Leistung kann man wirklich stolz sein. Mein Pferd war gut in die Hand, so hat gedacht, ich muss an die Spitze fahren und dann da auch bleiben. Und ja, mein Pferd war stark heute und ja, gut, alles gut gemacht. In 3 Wochen wird es ebenfalls wieder heiß hergehen, denn dann erwartet uns das 124. Deutsche Traber-Derby auf der Trabrennbahn in Mariendorf mit vielen weiteren spannenden Rennen. Dieser Renntag wurde Ihnen präsentiert von Trotto.de.